Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schnellere News, schnellere Analysen, schneller auf den Punkt. Finanzmarktwelt.de. Finanzmarktwelt präsentiert den XTB-Morgenticker vom 7. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Die US-Aktienindizes beendeten den gestrigen Handel nach einer volatilen Sitzung, in der die Leitindizes der Wall Street zwischen Gewinnen und Verlusten schwanken. Der S&P 500 stieg um 0,18%, der Dow Jones legte um 0,10% zu und der Nasdaq stieg um 0,30%. Der Nebenwerteindex Russell 2000 war mit einem Rückgang von rund 1,3% der Nachzügler. Die Indizes aus dem asiatisch-pazifischen Raum wurden heute niedriger gehandelt. Der japanische Nikkei-Index fiel um 1,4%, der australische Aktienindex S&P ASX 200 sank um 0,3%, der koreanische Kospi-Index um 2,3% und der indische Nifty 50 um 0,4%. Die Indizes aus China wurden bis zu 1,3% niedriger gehandelt. Die Futures auf den deutschen Leitindex DAX deuten heute auf eine niedrigere Eröffnung der europäischen Kassensitzung hin. Die australische Notenbank Reserve Bank of Australia, RBA, erhöhte den Leitzins um 25 Basispunkte und entsprach damit den Erwartungen. Der Leitzins wurde auf 4,35% angehoben, den höchsten Stand seit 12 Jahren. Aus der Erklärung der RBA ging hervor, dass eine weitere Straffung von den eingehenden Daten und der sich entwickelnden Risikobewertung abhängen wird. Die Notenbank stellte fest, dass die hohe Inflation weiterhin Druck auf die Realeinkommen und den Verbrauch der Haushalte ausübt. Der australische Dollar gab nach einer linearen Zinsentscheidung und dem Fehlen klarer Anhaltspunkte für eine weitere Straffung in der Zukunft nach. Lael Brainard, die oberste Wirtschaftsberaterin des Weißen Hauses, erklärte, die US-Wirtschaft entwickle sich außergewöhnlich gut und die Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA sei weiterhin stark und nachhaltig. Das Mitglied der US-Notenbank Federal Reserve, Kashkari, sagte, dass eine zu starke Straffung ein Risiko darstelle und dass er nicht sicher sei, ob die Zinserhöhungen in den USA bereits abgeschlossen seien. Israels Premierminister Netanyahu erklärte, sein Land sei offen für kurze Kampfpausen, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen und Geiseln zu befreien, lehne aber einen allgemeinen Waffenstillstand ab. Die chinesischen Exporte sanken im Oktober um 6,4% gegenüber dem Vorjahr, während die Importe um 3,0% stiegen. Der Überschuss der Handelsbilanz für Oktober belief sich auf 56,53 Milliarden Dollar. Erwartet waren 82 Milliarden Dollar. Die Ausgaben der japanischen Haushalte sind im September um 2,8% gegenüber dem Vorjahr gesunken. Erwartet waren minus 2,6% gegenüber dem Vorjahr. Kryptowährungen ziehen sich zurück. Bitcoin fällt um 0,7%, Ethereum wird um 0,6% niedriger gehandelt, während Dogecoin um 1,2% sinkt. Energierohstoffe geben nach. Öl fällt um 0,8%, während die US-Erdgaspreise um 0,3% sinken. Die Aufwertung des US-Dollar setzt heute die Edelmetalle unter Druck. Gold fällt um 0,3%, Silber gibt um 0,8% nach, während Platin um 0,7% fällt. US-Dollar und britisches Pfund sind die wichtigsten Währungen mit der besten Performance, während australischer Dollar und Neuseeland-Dollar am meisten nachgeben. Das Währungspaar australischer Dollar gegen US-Dollar fällt heute nach der RBA-Zinsentscheidung. Die RBA erfüllte zwar die Markterwartungen, gab aber keine klaren Hinweise auf den weiteren Verlauf. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB-Morgenticker.